Da wollte ich jetzt nochmal übersetzungstechnisch fragen, irgendwie hatte sie das so gemeint, was ist mit Hausfrauen gemeint? Oder nur so eine Detailfrage? شخوا دست به که یعنی شخوا هر کس زانه بری هفت ساله Also vor sieben Jahren. رژیم جالی با کور سوری خوکشاند. Das syrische Regime hat seine Kräfte aus Nordsyrien abgezogen. Und das war unter Druck der Menschen in Nordsyrien. Und das Volk hat angefangen, sich selbst zu organisieren. Und verwalten. Ja. Damit kein Vakuum entsteht, hat man angefangen mit Einrichtungen, Gremien, Komitees. Ja. یه هری دست به که حتی نه آواکرند در جوای کردستانی دا دو تشت بود یک جی مالی گل و مالاجن. Zwei Sachen, also Organisationen, die zuerst aufgebaut wurden, war Volkshaus, Volkshäuser und Frauenhaus, Frauenhäuser. Malajin, am besten Malajin. Wir reden über Frauenhaus, Frauenhäuser. Malajin, jehki gojin te da karbe wari niqash bke. Also gemeint ist in diesem Haus, dass die Frauen diskutieren können, ihre Probleme diskutieren können. Und ihre Erziehung, also Bildung, Ausbildung, Bildung ausübt. Die Lösungen für Probleme. In diesen Häusern werden die Probleme gesellschaftlich gesamt gelöst. Weil das ganze System in Rojava beruht darauf, dass die Gesellschaft, die Leute selbst ihre Probleme diskutieren und Lösungen finden, also versuchen Lösungen zu finden. Also in solchem Haus zum Beispiel sitzen drei Frauen. Vielleicht haben sie nicht so höhere Bildung und keine Rechtsanwälte. Aber ihre Entscheidung oder Entscheidungen werden akzeptiert. Also die Frauen, die Probleme haben, kommen mit ihren Problemen zu diesen Häusern. Sie verlangen, dass diese Probleme durch die Gerechtigkeit der Frau gelöst werden. Frauengerechtigkeit. Also im gesellschaftlichen, sozialgesellschaftlichen Rahmen sind mit Erfahrungen. Sie haben was, also Wissen. Diese Tätigkeit, diese Arbeit, es ist kontinuierlich, geht es immer weiter und entwickelt sich immer weiter. Und mit beiden Seiten der Probleme diskutiert, wenn Probleme da sind. Sie hören Probleme getrennt voneinander, extra hier und extra da, Probleme von beiden Seiten. Und dann kommen beide Seiten zusammen. Und alle zusammen kommen zu einer Lösung. Das Wichtigste, was wir in Rojava geleistet haben, wollen wir nennen, das ist die gesellschaftliche
Gerechtigkeit. جبركو محكمة جبركو مشكلات على سربك دبيجي دبيجي تراسي تشاشي جبركو دو طرف هنا دبيجي تراسي تشاشي تو راسبي نراسبي محكمة وي حكمة دي يدي نقاش سر المحكمة نابي اللي ما لجنة ولو يا also normalerweise das Gericht entscheidet und sagt ein normales Gericht sagt du hast recht oder du hast kein recht und es ist fertig. Bei den Frauen ist nicht der Fall so. Und deswegen ist es entwickelt sich immer weiter und damit man zu Lösungen kommt, also Lösungen finden. In Al Jazeera gibt es 20 Frauenhäuser. Auch in Kobani, in Minbij, in Tabqa, in Raqqa. Überall sind Frauenhäuser gegründet. Ich hoffe, dass ich erklärt habe. Vielen Dank. Danke schön. Das ist toll. شوا بمجد مجد ده هزار بنج بس تفكرت تسب wir haben gesagt schon im Jahr 2005 haben wir mit der Organisierung von Frauen begonnen حتى انها دوامت كيف هزار الجند نعم ده تكرت also bis jetzt es ist im Gange und tausende von Frauen arbeiten بالصلاة جنا طوعي كاركلي Jahrelang haben die Frauen freiwillig gearbeitet. Und dazu noch, jeder bezahlt Unterstützung. Also für unsere Akademien, für unsere Zentren. Also das Regime ist weggegangen aus Nordsyrien. In diesen Einrichtungen unserer Organisationen sind drin, unter anderem von Geheimdienstorten, was sie hatten. Also unsere Akademie war ein Haus von einem Minister. Ja? Wir haben davon profitiert, von diesen ehemaligen Einrichtungen, also vorhandenen Einrichtungen. Und weil unsere Finanzen selbstständig sind, also Finanzen sind selbstständig, deswegen keiner kann über uns was sagen. Wir haben, damit wir unsere Finanzen noch stärken, haben wir mit Kooperativen angefangen. Zurzeit mehr als 5000 Frauen arbeiten in diesen Kooperativen. Das ist für uns ganz wenig, eine wenige Zahl. Aber das vermehrt sich tagtäglich. Es geht immer weiter. Danke. Danke. Da hat jemand.